Willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Wir waren in diesem komischen Hippie-Haus. Ja, wie ihr seht, meine Waffen sind wieder anders, als ich hier reingekommen bin. Ich habe auch eine ganz andere Jacke an. Ich musste das Spiel neu starten, weil ich auf einmal keinen Sound mehr habe, weil ich, glaube ich, die FPS-Rate von Fraps geändert habe. Aber okay. Was er denn? Niemand will Jay, er verbrennt. Ja, er verbrennt vor allem. Er versucht alles im Klo runter zu spülen. Genial. Na sowas. Wenn das mal keine erweiterten Pupillen sind. Die Jungs stecken bis zum Hals. Oder? So, Polizei umgehen sollte kein Problem sein. Ja, das ist wirklich kein Problem gewesen. Kontrollpunkt. Die nehme ich mal mit als Waffe. Es passt gerade irgendwie. Kiffermorde. Nee, ich lasse doch die armen Hippies in Das ist Ruhe. echt wichtig. Sauber. Na, ich hätte Instinkt mal verwenden sollen. Hätte ich den Kerl auch gesehen. Naja. Ne, also bis jetzt das Level dieser. Und vor allem, dass man wirklich eine Story als Gejagter bald spielt. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Man kriegt nicht die Aufträge von der Agency, sondern hat sie sozusagen selber. Meine Herren, sieht ja dreckig aus. Das ist echt witzig. Vor ein paar Wochen. Ich schätze, jetzt wissen wir warum. Tschüss. Hätte ich mir das auch sparen können. Make love, not war. Save the whales. Love, yo. Ekelhafte Hippies. Verdammte Hippies! So. Was gibt's hier denn noch Feines? Oh, das finde ich aber genial. Ist jetzt leer. Naja, ist ja nicht schlimm. So haben wir wieder volle Gesundheit. Okay, hier ist auch Ka. Wo geht's hier denn lang? Ich hoffe, ich gucke euch nicht zu wenig rum. Also, wartet mal. Ne, komm. Ich hatte ja gesagt, ich gucke mir die Level auch ein bisschen an. Das will ich dann jetzt hier wenigstens auch mal machen. Unser Instinkt ist viel zu gering. Ich hätte doch auf einfach spielen sollen. Aber das wäre dann wieder zu einfach gewesen. Weil auf einfach. Ey, ein Hammer! Auf einfach generiert sich der Instinkt neu. Aber das wäre dann ja eigentlich. Das wäre dann schon wieder zu einfach. Aber ich werde es auf jeden Fall einmal privat auf einfach durchzocken. Hier. Hey, hat irgendjemand eine Kombination für diesen Safe gesehen? Verdammt. Wie kann ich die jetzt ablenken? Oh, das weiß ich noch. Das war auch beim Antesten mein Problem. Wie lenke ich diese Säcke jetzt ab? Alter, nein, du guckst mich nicht an. Kacke, da ist ja auch einer. Wie ja alles kaputt ist.
Okay. Das ist keine Razzia. Der Kerl, den wir suchen, ist extrem gefährlich. Sind wir alle, Mann. Wir haben alle nichts drunter. In unseren animalischen Herzen. Wenn wir den Kerl nicht kriegen, wird das animalische Blut von Ihnen und Ihren Freunden hier überall verteilt. Und jetzt lassen Sie mich rein! Ach, du Heiligblechle. Zu lange. Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Ja. Hey, kommen Sie zurück! Heilige Scheiße! Oh. So, mein Freund, da kann ich nichts für, wenn du mir krumm kommst, hat dieselben Klamotten an wie ich, yo, dann kannst du mir auch nichts bringen. Boah, diese Musik. An einigen Stellen ist sie ja episch, aber naja. Man kann es auch übertreiben. Ach du Heiligblechle. Genau. 47 geht ab. Fuck. Genial, mal ganz ehrlich, genial. Einfach die Disco anmachen und zack, kommt man da raus. Oh, das ist doch echt genial. Echt genial. Auf die Idee erstmal zu kommen. Ah, super. Ich gehe auch irgendwie davon aus, dass dieses Hitman länger dauern wird als die anderen. Die anderen waren ja nicht länger als 20 Videos. Hitman 2 war bis jetzt das längste Let's Play von Hitman mit 20 Videos. Ich glaube, dieses wird länger dauern. Doch, doch. Ah, super. Mir gefällt das Spiel jetzt schon. Ich habe ja gesagt, ich erwarte von diesem Spiel, dass es für mich das Spiel 2012 wird. Also, meines Erachtens. Und vor allem, wie storymäßig weitergeht. Wir treten ja gerade irgendwie auf der Stelle. Ach du Heiligblechle. Aha, jetzt müssen wir also hier auch raus. Ausgang finden. Okay, ich meine, man sollte nicht hier durchgehen, weil viele Polizisten. Und hier kommt jetzt einer hoch, ne? Natürlich. Das lädt doch gerade schon wieder zu etwas ein. Hallo! Halt! Es war immer ein bisschen blöd, dass ich den Leuten sofort das Genick breche, aber... Ne, du hast eigentlich nichts anderes an als wir, ne? Gut, dann verschwinde. Ich habe immer noch einen Schraubenzieher in der Hand. Wofür? Oh, plus 12 Kugeln. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Super, das SLK. Normalerweise kam hier, glaube ich, ein SLK rein, aber das muss man einfach nur abwarten, soweit ich weiß. Und jetzt wird es wieder laut. Ja, also um, So, ich befinde mich jetzt in einer Menge und der Kerl sieht mich nicht. Gut. Schickes Feature, erinnert mich irgendwie auch wieder an Assassin's Creed. Also ein paar gute Teile haben sie echt für Assassin's Creed gemerkt. Oh, schön. Oh, wo kann ich mich denn da verstecken? Wartet mal. Oh, schade. Ich dachte mal, er könnte das hier spielen. Da vorne muss ich hin. Was muss ich eigentlich machen? Ich gucke viel zu selten in mein Notebook. Ich habe den Waffenhändler unterschätzt. Zugsignale wieder einschalten. Okay. Okay, okay. Oh, ich höre mir auch gar nicht an, was er zu sagen hat. Komm. Ich habe den Waffenhändler unterschätzt und bezahle nun dafür. Ich muss raus. Die Straße erreichen. Mich bedeckt halten. In der Menge untertauchen. Das Netz der Polizei wird enger. Okay. Na, da hat er recht. Das bezahlt er jetzt echt bitter. So. Lang ist es auch nicht mehr. Dann sind wir mit Run for Your Life auch erstmal fertig. Ich glaube, das machen wir auch in dieser Folge noch. Nein, Mann, ey, ich bin auf dem Bahnsteig. Ich versuche. Ich bin vor 45 Minuten. So, also wir kommen hier echt einfach durch, muss ich sagen. Das ist ungewohnt. Aber macht Spaß. Aber für mich wird es auch erst wieder richtig spannend. Nach dieser Mission. Also nachdem wir diese Passage hier am Bahnhof fertig haben. Oh, um deinen Arsch. Jetzt warte ich, geht er hier wo weg? Ne, kein Laufweg. Doch, er geht wieder zurück. Gut. Oh, noch was zum Verstecken. Ne, also für mich wird es erst richtig interessant nach diesem Level, weil dieses Level ist das letzte, was ich privat gespielt habe. Run for your life. Und danach wird es dann für mich blind. Aber ich finde es viel geiler, in meinem privaten Anspielen bin ich immer fast nur durchgerusht und im Let's Play komme ich bis jetzt, ja, und im Let's Play, so, hier bleiben wir jetzt drin stehen und warten auf den Zug, jetzt müsste gleich eine Zeiteinblendung kommen. Ne, ich bin gespannt, wie ich wirklich im weiteren Verlauf des Let's Plays dann weiterkomme. Und ich möchte wirklich so wenig ballern wie möglich. Und das habe ich bis jetzt ja auch geschafft. Das freut mich wirklich. Und fällt euch was auf? Ich hatte in dieser Folge noch keine Frame Drops. Liegt daran, dass ich einfach nicht mehr so geizig mit den, nicht mehr so großzügig mit den Frames, die ich Fraps zuweise, bin. Ich habe es einfach auf 30 FPS runtergestellt. Man merkt eigentlich keinen Unterschied. Also das bloße Auge. Nur an der Anzeige sieht man's. 15 Sekunden noch, dann kommt der Zug. Und dann müssten wir das hier auch geschafft haben. Bis jetzt kann ich dieses Spiel wirklich jedem Hitman-Fan ans Herz legen. Vielleicht ist es für einige zu viel Stealth, aber man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Geschafft. Genial. Und jetzt mit dem Zug fährt man weg und vor allem keine anderen Leute dürfen mitfahren oder wie. Oh, diese Musik. Ich finde sie teilweise etwas zu laut, aber sie ist episch.
Wer komponiert eigentlich die Musik für, oder hat von Hitman Absolution die Musik komponiert? War es wieder Jasper Kite oder Jasper Kid? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Veteran. Oh. Super, wieder geschafft. Renn um dein Leben, abgeschlossen. Super, an der Stelle verabschiede ich mich. Bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge, die mir wirklich richtig Spaß gemacht hat. Vor allem, weil es keine Frame Drops gab. Ah, ich glaube, es wird wieder besser. Mit der Performance. Ich bedanke mich fürs Zugucken nochmal und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hitman Absolution. Tschüss!